Na toll. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Okay. Überraschung! Okay. Müssen Statuen kaputt machen. Lass den Schatten vergehen! Lass die Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt auslöschen! Finde sie! Sie darf sich nicht einmischen! Ah nein, schlechtes Versteck. Wir machen Quick. Oh fuck. Nichts hält mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Erleuchtet. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Oh nee, nicht nochmal. Was? Was? Er ist verrückt. Au. Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Aha. Ich hab dich am Leben gelassen, Lara. Bis jetzt. Hey. Was? Ich hab keine Munition mehr? Oh nö, nicht dein Ernst. Okay. Man kann ja mal träumen. Au. Oh, was? Geh mal weg, bitte. Danke. Ah. Arroganz. Oh nein, 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 nein. Ich habe dich für klüger gehalten. Ich mich auch. Was? Von wo?
Ach Mann, der ist doof. Ja, geht doch. Was? Ich beschütze Paititi, nicht du! Ach Mann. Nein, geh weg. Geh weg. Ab dich! Ah, fuck. So, Hammer. Au! Hm. Au! Was? Ich bin ausgewichen. Hab dich. Greif mich nur an. Aber der Vulkan macht mich nur noch stärker. Au. Hab dich. Oh was? Teleport? Das ist unfair. Da kann ich. Teleportation. Hab dich. Come on. Weg. Was denn von wo? Als ob er um Ecken schießen kann. Ich habe dich für klüger gehalten. Komm weg. Lol, hat er sich gerade Teamkill-mäßig? Oh Mann. Oh yay. Ja. Immer weg. Ja, genau. Als ob. Nein, das war voll unfair. Voll unfair. Hinter mir. Ah, nein, weg. Ah, scheiße. Und weg.
Ja, komm an. Weg. Hab dich. Ja. Da war er down. Es tut mir leid. Schütze, Paditi. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Luka. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paditi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich.
Ja, zwei Tage später. Es lädt. Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin, Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Wir leben noch! Ja! Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Oh nein, ihr wertvollster Schatz. Ich fahre morgen nach Kuwakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Das Lied ist voll toll. Schelle auf die Tomb Raider.
Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war einfach mal der 10-12 Minuten Abspann. Oh! Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Ah, sie hat ihren Vater mit reingemalt. Ende gut, alles gut. Ah, krass. Da geht die Ära einer Ikone zu dem Ende, naja. So, ne? Das war das letzte Reboot von Tomb Raider. Wird danach keine Double Kraft mehr geben. Also, ihr wisst schon. Oh, 71% mal wieder. Krass. Community Zentrum, Store. Ah. Nein. Gut. Eieiei, da haben viele mitgearbeitet. Ich fand die Widmung an die Fans jetzt auch wunderbar gemacht. Ich bin begeistert. Also das Spiel haben sie echt gut gemacht. Ich fand's super. Auch grafikmäßig war es echt krass. So krass, dass meine Arbeitsspeicher das im PC nicht geschafft hat. Wird's aber bald. Wird aufgerüstet. Ja. Cool. Es endete wie die anderen zwei Teile zuvor auch schon so ein bisschen. Ich fand es aber am Ende ziemlich einfach. So muss ich sagen. Da waren die anderen Enden der anderen Tomb Raiders wesentlich anstrengender. Aber so kann es auch mehr gehen. Oh, 47 Gräber. Dafür gibt es ja eine Season Pass. Okay. Bald erhältlich. Also, wer Bock hat, holt sich Zusatzgräber mit DLCs. Deswegen gibt es eine Season Pass. Also, nice. Krass, krass. Na dann.